Was geht ab, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus. Und heute geht es dann gegen den Tabellenletzten, gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ihr seht es hier, ein Punkt bislang aus 7 Spielen nur. Also das ist, ja, auch wenn sie Aufsteiger sind, nicht besonders gut. Ja, Düsseldorf, der zweite Aufsteiger hier, nach 8 Spielen 9 Punkte. Das sieht deutlich besser aus, stehen auf dem 12. Also keine Ausrede hier für Kaiserslautern. Wir haben die Möglichkeit, auf dem zweiten Platz vorzurücken. Wolfsburg ein Spiel mehr als wir. Genauso auch. Und der Rest, der da oben so ist, bis auf Hoffenheim und Gladbach. Aber ich denke mal, das ist heute. Also wenn das kein Pflichtsieg ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, gegen den Tabellenletzten sollten wir das auf jeden Fall reißen. Und somit wären wir dann auf dem zweiten mit 17 Punkten und mit Wolfsburg dann zusammen Top-Verfolger der Münchner. Wir gucken kurz in der Aufstellung. Ich habe ein bisschen was geändert. Wir lassen Rausch auf der linken Seite mal wieder spielen. Wir lassen Yildirim spielen. Wir lassen Hajrovic ran. Johansson vorne und Zetterer hinten im Tor. Der darf auch mal ran. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein. Verlieren wir hier gar nicht groß Zeit. Und wie gesagt, gegen Kaiserslautern sollte das echt möglich sein, dass wir hier was reißen werden. Trotz der Rotation, also ich hoffe auch, dass ein Johansson oder ein Hajrovic ja mal ein bisschen was zeigen, vor allen Dingen dann auch vielleicht gegen so eine schwächere Mannschaft mal. Das wäre sehr wünschenswert. Und ja, wir gehen hier auf hohen Druck. Das muss, glaube ich, drinne sein. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns jetzt nicht hier irgendwie blamieren oder keine Ahnung was. Aber gut, Kaiserslautern muss was machen. Die müssen zeigen, was sie drauf haben. Beziehungsweise, die brauchen einfach Punkte. Wir haben ja unsere Punkte quasi schon, aber solche Spiele sind immer gar nicht so einfach, aber trotzdem würde ich das ungern verlieren. So, der Ball war nicht so geplant, kam aber Gott sei Dank trotzdem an. Davon Gebre Selassie. Und Karl schnappt sich da mal direkt den Ball von Yildirim. So, erster Angriffsversuch hier von Kaiserslautern, aber gut verteidigt da von uns. Von Pavlovic war es, glaube ich. So, und den holt sich Johansson, das war wichtig. Und Löwe kommt da wieder zurück in den Zweikampf. Schade. So, Yildirim. Oh, Heubach. Ganz, ganz wichtiger Zweikampf da, dass er da den Fuß noch dazwischen kriegt. Weil sonst wären wir da mit Uja durch gewesen und der hätte auch wahrscheinlich das 1:0 gemacht. Oh. Na gut, Hajrovic hat da keine Lust, den Ball zu spielen. Wäre ja auch nur vielleicht eine gute Chance geworden. Da kann man das schon mal verstehen, wenn er da keine Lust hat. So, das macht er hier aber gut. Das macht Gebre Selassie gut. Das macht er auch gut. Und Yildirim da im Pech, dass er da den Gegenspieler anschießt. Ja. Also, wir machen hier schon mal zumindest das Spiel. So muss das sein. Ach, und da kommt Johansson nicht ganz ran. Also momentan nur eine Frage der Zeit, bis wir hier das Ding machen. Wir setzen die Jungs hier gut unter Druck. Aber momentan können sie sich immer noch befreien. Und ich weiß nicht, warum das hier die ganze Zeit so am Ruckeln ist. Ich hoffe, das sieht, also ist im Video da nicht zu sehen. Sind immer so eine Mikroruckler, nervt ein bisschen. Caldirola hier schön mit dem Fuß dazwischen. So, und der war elegant von Kirchhoff. So. 25 Minuten hier gleich gespielt. Immer noch 0-0, aber ich würde sagen, aus unserer Sicht ein gutes 0-0. Da machen wir genug, um bald mal in Führung zu gehen. Garcia wird da ein bisschen unter Druck gesetzt, aber oh, Yildirim, Kopfballungeheuer. So, Freistoß dann für Kaiserslautern.
So, und Clement macht hier in der 29. Minute das 1:0 für Stuttgart gegen Leverkusen. Und Kaiserslautern macht hier da gerade fast das 1:0 gegen uns, aber Gott sei Dank ist dem nicht so. So, Uca schön auf Johansson, der nimmt Hajrović mit, der wieder auf Johansson, der wieder auf Hajrović. Hajrović schön auf Johansson und das war richtig, richtig schön gespielt, Jungs. 1:0 für uns, 32. Spielminute. Und da hatte ich erst die Befürchtung, dass ich da einmal zu viel dann auf Hajrović gespielt habe, aber der hier perfekt mit dem Ball in den Lauf für Johansson und er macht das Ding. Und das sind diese beiden Spiele, die ich vorher angesprochen habe, dass die hier hoffentlich mal was reißen. Und dann machen sie hier eine wunderschöne Kombination zusammen, die zum Torerfolg führt. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht. Und da hat sich's doch gelohnt, dass wir hier gut Druck gemacht haben. Denn Kaiserslautern zunehmend mit den Fehlern. So, und jetzt müssen sie was machen. Und machen auch was, aber Cetera ist da. Also erste Antwort, zeigen sich nicht so überrascht. Was machst du denn da, Rausch? Okay. Also sie zeigen sich nicht so überrascht. Dürfen ja jetzt auch nicht zu lange... Ach, oh, schade. Zu lange jetzt da irgendwie beeindruckt zeigen. Wir müssen nach vorne spielen. Die brauchen die Punkte. Rausch macht das schön. Und dann kommt er da leider nicht vorbei. Schade. Also guter Ansatz hier von ihm auf jeden Fall. Der Ball war eigentlich so nicht geplant. So, Uca langsamer als Zimmer, aber setzt ihn unter Druck. Schade, er kriegt den Ball nicht. Also im Ansatz machen wir da immer gut Druck, aber dann kommen wir nicht in den Zweikampf. Oh, Yildirim stark. Kommen wir nicht so in den Zweikampf, wie ich das gerne hätte. Und Johansson und wieder Hajrović und dann ist Müller da. So. Halbzeit jetzt gleich. Nachspielzeit ist schon fast vorbei. Ein Angriff jetzt hier vielleicht nochmal für Kaiserslautern. Nö. Und Rausch wollte schon wieder ohne Ball weglaufen. Was ist denn los bei dem Kerl? Also gehen wir rein in der Halbzeit. 1:0 hier für uns. Und wir gucken mal rein. Andere Ergebnisse. Ja, nichts besonders Spannendes dabei, würde ich behaupten. Schauen wir mal. Ja, 3:2 Schüsse, 3:1 Schüsse aufs Tor. Da kann man dann schon mal ein Tor haben im Vergleich zu Kaiserslautern. Und die Schüsse von Kaiserslautern waren jetzt auch nicht so gefährlich. Also gehen wir rein hier in die zweite Halbzeit. Wäre natürlich schön, wenn wir hier nachlegen könnten. Hajrović setzt sich da gut durch. Ach, und dann ist es wieder so der entscheidende Moment quasi, der darüber entscheidet, ob wir jetzt hier zu einer Chance kommen oder nicht. Wo wir dann wieder verkacken quasi. Und war das abseits? Ja, nee, war nicht. 2:0. Richtig schön, aber auch richtig knapp, dass das kein Abseits war. Uca macht das schön, legt ja den Ball auf Yildirim ab. Vorher hier Calderola richtig gut gemacht. Da dann und da dachte ich, dass er im Abseits steht. Steht er nicht. Und Johansson hier mit dem Doppelpack, ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich mir gerne nochmal in der Wiederholung angucken. Spulen mal vor, bla 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 bla. Hier nämlich. Wir gucken mal ganz kurz. Also ganz, ganz knapp auf der gleichen Höhe. Also ja, wäre das Zuspiel nicht mal eine halbe Sekunde, glaube ich, später gekommen, dann wäre er im Abseits gewesen und dann wäre es vorbei. Aber so, unser zweites Tor, richtig schön gemacht. Also der Spielzug war richtig gut. Dass Calderola so weit vorne stand, hat mich ein bisschen gewundert, aber... Oh, Zetterer stark und dann ist Karl, der den daneben schießt, den Nachschuss. Also, Zetterer hier wieder mit einer guten Parade. Also, wenn der Kerl spielt, dann ist er eigentlich immer gut. Leider hat er so eine niedrige Gesamtbewertung.
Da ist Wiedwer mit seiner 78 halt deutlich höher. Sollte eigentlich bessere Werte haben. Schade, dass er es nicht hat. Aber gut. Ach, Uja, kein gutes Zuspiel hier. So, Löwe, was macht der Kollege da? So, also momentan weiß Kaiserslautern nicht so wirklich, was sie hier machen sollen. Spielen hier so ein bisschen hinten rum. Aber versuchen da gar nicht erst irgendwie großartig zu Chancen zu kommen. Da war Rausch dann noch dran und wir wechseln mal. Wir lassen De Blasis nochmal eine Runde spielen. Wir lassen Stark eine Runde spielen und ich hätte gerne links nochmal den Czerny rein. Der gefällt mir da eigentlich ganz gut. Ich mag den Kerl sehr gerne. Von daher lassen wir den da auch auf jeden Fall dann nochmal spielen. So, dann war es hier abseits. Ah, Pavlovic hat da niemanden, den er anspielen kann. Großartig. Achso, doch, da links stand einer. Okay. Garcia habe ich nicht gesehen. So, und Czerny hier schön zieht da nicht rein. Schade. Heubach dann da mit dem Fuß dazwischen. Ah. Sehr, sehr schön gemacht, Czerny. Schönes Tackling, auch wenn es zur Ecke geklärt ist und nicht zum Einwurf. Trotzdem gut dazwischen, ne? Den Angriff verhindert, die Flanke. So, und Cetera ist da. Und jetzt geht es vielleicht mal schnell über Uja, wenn Czerny mitläuft. Der läuft mit. Czerny läuft mit. Und da habe ich mir den Ball dann zuletzt ein bisschen zu weit vorgelegt, als dass da die Flanke noch gut kommt. Ah, schade. So, und Czerny wieder mit dem Fuß dran. Bringt zwar diesmal nicht wirklich was. Oh, kein Abseits. Gauss. Und da ist der Anschlusstreffer. Boymans ist da, Gebre Selassie kommt da nicht mehr rechtzeitig hin und damit steht es hier nur noch 1-2 und noch ist eine Viertelstunde zu spielen, also ja, da waren wir jetzt zuletzt ein bisschen nachlässig, da kein Abseits, Pavlovic hebt es auf und ja, da habe ich versucht nochmal irgendwie den Ball wegzugrätschen, kommt da nicht ganz ran und Cetera kann dann da auch nichts mehr machen. Also Boymans hier, zweites Bundesliga-Tor für ihn diese Saison. Und ja, nur noch 1-2. Ja, jetzt kommen sie vielleicht nochmal. Wer weiß. Also jetzt hier nochmal ein bisschen energischer in die Zweikämpfe gehen, ein bisschen konzentrierter an die Sache ran. Puh. Und so ein Ping-Pong-Ball kann auch mal ganz schnell irgendwie... Ach, da wollte ich gerade noch mit Gebre Selassie spielen und dann legt er sich den Ball da zu weit vor. Was ich gerade sagen wollte, so ein Ping-Pong-Ball kann dann auch mal ganz schnell irgendwie dann zum Gegner kommen und dann ist das Ding auch mal ganz schnell drin. Also Glück hier für uns. Und damit Gebre Selassie jetzt mit De Blasis vorne, das wäre so eine gute Möglichkeit geworden. Aber nein, er wollte ja sich den Ball nochmal zu weit vorlegen. So. Uja da in Kombination mit Johansson holen sie den Freistoß raus. Ah, ja gut. Czerny holt da den Einwurf raus. So, und jetzt sind es noch 5 Minuten. Boah, richtig frei da, Hajrović. Er macht ihn nicht. Er macht ihn einfach nicht. Izet Hajrović, richtig schön gemacht, richtig frei, Johansson sieht ihn da und dann macht er das Ding nicht rein. Na, De Blasis da auf Czerny, den kriegt er ohne Probleme. Ach, und der Ball auf
Ulises Garcia kommt da nicht an, schade. Aber Nachspielzeit fängt jetzt gleich schon an. So, 3 Minuten Nachspielzeit, die erste ist schon vorbei. Ah, kommen sie nochmal, kriegen sie nochmal den Angriff? Ja, kriegen sie. Oh. Und da ist Gauss. Gib mir doch Pavlovic. Oh, ich dachte gerade. Oh, ich dachte gerade. So, hau ihn weg, etc. So, und jetzt pfeift doch endlich ab, Alter. Ich wollte gerade sagen, meine Güte. Also, zuletzt jetzt doch nochmal ein bisschen spannender als überhaupt gewollt, als überhaupt nötig, dank dem Anschlusstreffer da von Boymans. Und somit gewinnen wir dann 2:1. Laut den Statistiken vielleicht ein bisschen unverdient, wer weiß. 6:5 Schüsse für Kaiserslautern, 3:4. Schüsse aufs Tor. Gut, ein Schuss mehr aufs Tor haben wir und der ist dann auch mehr drin gewesen. Von daher Johansson hier bester Spieler. Ja, Man of the Match 8,7er Bewertung. Zetterer auch wieder eine 8,0. Gut, sonst die letzten Male, wenn Zetterer gespielt hat, war er Man of the Match. Diesmal nicht, weil Johansson den Doppelpack gemacht hat. Aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Und wir haben weitere 3 Punkte. Das ist das Wichtigste, eigentlich egal wie. Ja, auch wenn es gegen den Tabellenletzten da ein bisschen zu knapp war, muss ich immer einfach so sagen. Nichtsdestotrotz sehen wir es hier. 17 Punkte, Tordifferenz von plus 8, ja, meiste Tore. Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Kaiserslautern weiterhin mit 1 Punkt da hinten drinne. Knapp drüber. Frankfurt auch nicht besonders gut dabei. Noch nicht einmal gewonnen. Köln auch noch nicht einmal gewonnen. Eieiei. Also, Bayern hat mittlerweile sogar einmal verloren, sehe ich gerade. Schalke da die einzige Mannschaft, die noch nicht ein Spiel verloren hat. Dafür, gut, ein paar mehr Unentschieden. Ja, gut. Wir simulieren mal ganz kurz. Ist ja Nationalmannschaft momentan, also international. Da haben unsere Jungs ja ein bisschen Pause. Sind ja nur 4, glaube ich. 3 oder 4, die da unterwegs sind. So, und unser Innenverteidiger-Talent da, Anton, der ist bislang noch nicht so die Granate. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und Nacho möchte über sein Gehalt reden. Alles klar, gucken wir mal, wo der Kerl ist. Da haben wir ihn von 50.000. What the fuck? Alter Schwede. Eieieiei. Ich glaube, ich gebe ihm das einfach mal. Er wird jetzt zwar ablehnen, aber dann wird unser Vorstand nicht kommen. Hier, eine Gehaltserhöhung musst du mal hinterher oder dann verkaufen sie notfalls noch. So, da müssen wir dann halt warten. Hier, unzufriedener Hajrovic könnte sich bald verabschieden. Da könnten wir dann mal gucken, ob er wirklich weggeht und dann das Geld quasi in die Gehälter stecken. Und das sollten wir definitiv mal tun. Wir gucken mal, wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir sehen es 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Spiele noch, bis die Transferphase beginnt. Also es sind jetzt noch einige Wochen, wo wir jetzt hier über die Runden kommen müssen mit Gehaltsforderungen und was weiß ich. Klar, dass er das nicht annimmt, aber 50.000 ist auch echt krass. Also, das ist, finde ich, ein bisschen übertrieben. Von daher tut's mir leid für ihn. Also momentan haben wir nicht so viel Geld. Ja, und dann würde ich sagen, ja, guck mal, die haben hier schon wieder ein Spiel mehr als wir. Wolfsburg nur ein Unentschieden geschafft, also da können wir uns dann mit einem Sieg im nächsten Spiel zu Hause gegen Frankfurt absetzen und Frankfurt haben wir auch gesehen, die sind unten drinne. Damit könnten wir dann auf 20 Punkte kommen, gut, Bayern wieder gewonnen, aber dann wären wir Bayern-Verfolger Nummer 1. Ja, seid auf jeden Fall wieder dabei, es wird spannend.
Ich hoffe nicht so spannend wie jetzt die Schlussphase gegen Kaiserslautern, aber trotzdem spannend im Sinne von, wie viele Tore wir schießen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Würde mich auch über einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, Leute. Ciao, ciao.